Hallo, ich heiße Puinsin. Erfreut, dich kennenzulernen. Ja, hier geht's lang. Kuckuck, hier bin ich. Okay, komm mal mit mir mit. Dies ist mein Haus. Man glaubt es gar nicht, aber es ist größer, als du denkst. Es gibt dort auch einen kleinen Garten, in dem ich gerne spiele. Wir haben Glück, dass heute schönes Wetter ist. Aber um diese Tageszeit bin ich lieber im Haus. Es gibt dort mehr zu sehen. Ich werde es dir zeigen. Sag Hello zu meinem Haus. Dies ist meine Höhle. Ja, das ist mein Zimmer. Okay, ich weiß. Es ist nicht sehr aufgeräumt. Hast du gesehen? Die schöne Gitarre dort? Ich habe sie von meinem Papa ausgeliehen. Ich spiele sehr gerne darauf, wenn er sie nicht benutzt. Guck auch mal hier, das Xylophon. Es gibt noch viele andere Instrumente, weißt du? Ich werde versuchen, sie dir zu zeigen. Auch Farben mag ich sehr gerne. Sie machen mich morgens gleich munter. Da sind noch meine Bücher, meine Platten, meine Spielsachen. Alle meine Ideen kommen mir wirklich in meinem Zimmer. Und wie ich immer zu Papa sage, nur das Genie findet sich im Chaos zurecht. Sag Hello zu meinem Zimmer. Das Wohnzimmer ist ein Teil des Hauses, den ich auch mag. Weißt du warum? Die Küche ist nicht weit weg und zur Essenszeit riecht es dort immer so gut. Lecker. Und dann hat dieses Zimmer irgendetwas. Man fühlt sich gut darin. Meine Eltern machen dort immer Musik. Und dann ist da dieser Kaffeegeruch, den ich so gerne mag. Ich bin sehr gerne im Wohnzimmer. Aber mein Zimmer ist mir doch lieber. Es ist nur, dass es sich hier irgendwie anfühlt wie Ferien. Ah, da ist mein Tamburin. Ich suche es schon seit Tagen. Shonga hat es bestimmt genommen und dorthin gelegt. Ach ja, Shonga ist übrigens meine kleine Schwester. Da ist meine Mama. Sie hat ganz weiße Haut und blaue Augen. Sie liebt Bücher und die Musik. In ihrer Freizeit spielt sie Klavier und Gitarre. Das ist im Moment eher nicht der Fall. Mama wirkt besorgt. Ich frage mich, ob alles in Ordnung ist. Es sieht aus, als suche sie etwas. Und das ist mein Papa in seinem Aufnahmestudio. Ich bin so gerne hier. Es gibt lauter kleine Lichter und kleine Knöpfe, die man drehen kann. Papa ist schokofarben und hat braune Augen. Meine Eltern sagen, dass ihre Hautfarbe der Grund ist, dass ich Haut habe wie Milchkaffee. Papa spielt so wie Mama viele Instrumente und sie verbringen ihre Freizeit damit, Lieder zu singen, die sie zusammen geschrieben haben. Komisch. Papa sieht besorgt aus, als ob er auch etwas suche. Naja, ich bin sicher, dass es nichts Schlimmes ist. Ich hab dir schon von Shonga erzählt. Ich liebe meine Schwester. Sie ist cool und ich verbringe gerne Zeit mit ihr. Es ist lustig, dass sie immer alles so machen möchte wie ich und mir überall hin folgen möchte. Sie ist nicht sehr gesprächig, aber sie schafft es doch, es immer so zu machen, dass man sie versteht, wenn es notwendig ist. Manchmal höre ich sie in ihr Mikro singen. Das ist so süß. Wir sind uns nicht immer einig. Aber zusammen finden wir immer für alles eine Lösung. Sag Hello zu Shonga. Yippie! Mafu
ein bisschen von allem. Wir haben zusammen viel Spaß. Er beschützt mich sehr. Ich glaube, dass er mich ein bisschen wie seine kleine Schwester sieht. Mir gefällt das sehr. Sag Hello zu Mafu. Heute ist ein super Tag. Mit Mafu hören wir ein neues Lied auf seinem MP3-Player. Er sagt, dass er es gestern im Radio gehört hat. Das Lied heißt Hello. Das ist Englisch. Du wirst bemerkt haben, dass ich dieses Wort gerne mag. Mafu und ich benutzen es, um cool zu sein, wenn wir unseren Freunden guten Tag sagen. Ich finde das super. Jetzt sagen sich schon alle Hello auf dem Schulhof. Du solltest es auch mal probieren. Tag. Oh je. Auf dem Rückweg habe ich wieder an Mama und Papa gedacht. Mir ist gerade eingefallen, warum sie heute Morgen so komisch waren. Die Gitarre. Ich habe sie genommen und vergessen, es ihnen zu sagen. Sie haben sie bestimmt überall gesucht. Oh weia. Das ist wirklich nicht so toll. Normalerweise kann ich immer ihre Instrumente nehmen, wenn ich vorher um Erlaubnis bitte. Da habe ich nicht geglänzt. Ich habe das Gefühl, dass ich das heute Abend zu hören kriege. Oh Mann, das ist wirklich nicht genial. Ich werde versuchen, sie an ihren Platz zurückzustellen, ohne dass es jemand bemerkt. Operation Stratus Fox. Ich stelle die Gitarre heimlich wieder an ihren Platz zurück und gebe Acht auf die Violine, die da rechts steht. Heute Abend nach dem Essen fällt das dann gar nicht mehr auf und alle werden froh sein. Ja, so mache ich's. Sie brauchen gar nicht zu wissen, dass ich es war. Wenn Papa es herausfände, würde er mir nie mehr seine Instrumente leihen. Und so habe ich das nicht geplant. Puinsin, du bist ein schlaues Kerlchen. Oh oh, es war schließlich doch keine so gute Idee. Mama und Papa haben von mir eine Erklärung verlangt. Für die mysteriöse Heimkehr der Gitarre. Ich habe erst daran gedacht, Shonga anzuklagen. Oder Mafu. Und sogar Tripod, unseren Kater. Autsch. Puinsin, du singst wirklich tief. Naja, am Ende habe ich ihnen doch die Wahrheit gesagt. Natürlich wussten sie, dass ich es war. Sie haben mir trotzdem die Möglichkeit gegeben, es ihnen zu sagen. Sie waren dann doch nicht böse. Mama sagt, dass man immer die Wahrheit sagen soll, auch wenn sie nicht schön ist. Und mir geht es besser, wenn ich sie nicht anlüge. Was für ein Abenteuer! Zum Glück endet alles gut. Shonga ist eingeschlafen. Heute hat sie nicht mehr die Kraft gehabt, auf den Kongas neben dem Sessel herumzutrommeln.
Sie hatte gerade noch Zeit, Hello zu Mama zu sagen und ist dann eingeschlummert. Mama musste darüber sehr lachen. Während wir Klavier gespielt haben, habe ich Mama und Papa erzählt, wie Mafu und ich uns jetzt begrüßen. Ich habe ihnen auch von diesem Lied erzählt, das wir gehört haben. Sie haben sich angeschaut und gelächelt. Wenn ich so darüber nachdenke, über diese Geschichte mit der Gitarre, das war wirklich nicht so toll. Ich denke, dass es manchmal besser ist, sich Zeit zu nehmen. Ich hätte mir Zeit nehmen sollen, um meinen Eltern zu sagen, dass ich die Gitarre ausgeliehen hatte. Dann hätten sie sie nicht den ganzen Tag suchen müssen. Ich glaube, dass ich eine Lektion gelernt habe. Weißt du, ich habe viele Geschichten, die ich dir gerne erzählen würde. Aber leider muss ich jetzt gehen. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Ich würde gerne meine Abenteuer mit dir teilen. Also bis bald.